Bla bla bla, herzlich willkommen. Verdammte Aufnahme, sonst gar nichts. Es darf doch nicht wahr sein. Ich hasse dich. Na geht doch. Können wir die Videos doch aufnehmen, neues dann. Ja, damit herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2011, meine Damen und Herren. So. Darfst du mal weitermachen? Und den machen wir in Kürze, dann lassen wir da wieder stehen. So, okay. Grubi, Grubi. Und wir gehen da rein mit Reshop da unten. Na wunderbar. Da geht doch. So, einmal abdanken bitte. Der ist leer, der Mähdrescher, sehr gut. Na, der Krobot, eh war das sehr gut. Okay. Ups. Verflixt.
So, wir haben in der letzten Episode gesagt, verkauft du die Hypern. Beziehungsweise wir müssen da jetzt noch einloggen und das war's dann. Dann wird der Anker weg, da verkauft. So, so. Okay. Ja, Freunde, schreibt es mir in die Kommentare, was das nächste Projekt nach dem Landwirtschaftssimulator kommen soll. Der Boden ist aber irgendwie widerspenstig. Schauen wir mal drauf. Ah, der Wettwäsche ist eh gleich fertig. So. Okay. Ja, das mit den Hai- und Quaderbeutel, das lassen wir lieber, aber das ist mir zu viel Arbeit. Ja, 7 Minuten einmal erst auf entspannt, ne? Okay. Mit Rest kann man da eh noch stehen lassen. Wie geht's unseren Kühen? Die haben wir noch genug zum Futtern, okay. Warte mal, Krone Big X können wir eigentlich schon verkaufen, so gesehen. Was wir noch hatte geregelt, das ist der Krone Easy Collection, was gibt's? So, den Acker weg, da den werden wir dann im Anschluss verkaufen. Da muss man wirklich einfallen lassen, was für Projekt ich als nächster starten würde. Das ganze Zeit in Landwirtschaftssimulator 2011 spielen, das wird zart. Okay. So, wie ist das nur 180, also 819.000 wegkrieg. Radlader würde ich ja irgendwann einmal verschippern. So, okay. Dann machen wir erst einmal die Bunkeranlage.
Ja. Wo wir gerade im Shop drin waren. Denke mal, einfach kaufen da. Okay. Ah, der hat's auch bald. Sehr gut. Jetzt verkaufen wir das einmal in der Getreidemühle. So. Schon wieder zurück von der Mulden. Tatsache. So, dann können wir da auf dem Hof stehen. Gut, alle Gerätschaften muss man momentan nicht benötigen auf den Hof. Als nächster werden wir die Kühe verkaufen. Das machen wir auch irgendwann einmal. Ja, zwei Quaderbeulen haben wir noch. Ist weg. Was ist mit dem Quaderpoint oben? Fahren wir da mit Dings auf, mit der Gabe. Was hier was? Fangen wir auf mit der Grube. Gerne, du Sack. Yes. Training ist der Schübling. Oh, letzte Quaderbeulen.
So. Let's go. Ja, für Motor nicht gekriegt, aber jetzt verkaufen wir den Agrovektor. Na, mein Handy wird sich wieder. Na, ja, schon gut. Okay. Ja, Agrovektor. Weg. Das Ding aufgleichen. Okay. Gut. Ja, 200.000 haben wir schon wieder am Start. Perfekt. So, wie gesagt, ich stelle jetzt alle Fahrzeuge zurück auf den Hof, was momentan nicht benötigt werden. So. Entschuldigung für mein Aufstoßen, das passiert mir jedes Mal beim Aufnehmen. Heftig. So. Jo, was mache ich in der Folge 70, bevor es überhaupt so weit kommt? Ich glaube, ich höre bei der 67. Folge auf und starte ein neues Projekt. Was für ein Projekt das wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. So. Den Traktor schieben wir auch zurück. Weil wir echt mindestens eine Folge noch freischalten. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Ich denke von draußen, sehr gut. Okay. Das Benzinfassel können wir eigentlich auch verkaufen, so gesehen. Ich schlage sowieso mal vor. Alles, was wir nicht mehr brauchen, verkaufen wir. Okay, pass auf. Das Benzinfassel, da haben wir es ja schon. Hä? Ah ja, ich habe mehrere Benzinfassel gekauft. Ja, drei Benzinfassel. Futsch. Okay. Check ja was. Ja, sehr gut, der ist fertig. Den Gruber können wir auch verkaufen. Weg damit. Was mit gerade verkaufen? Ja, gleich. Bei der Biogasanlage, da ist es ja.
nicht damit. Maschine weg. So. Du kommst auch auf den Hof. Oh, da haben wir schon fast Trumps Gemülle. Okay. Zweihundertzweiundsiebzigtausendneunhundert. Schon locker über Mille. Leicht. So, pass auf. Das können wir ja schon verkaufen. Zumindest mit dem Grashänger. Okay. Jetzt warten wir noch, bis der Milchmann kommt und dann verkaufen wir unsere Kühe. Unsere 30 Kühe. Ja, das Ding ist voll, sehr gut. Das ist auch noch brechend voll. Okay. So, schauen wir, dass wir das in den nächsten Folgen leer kriegen. Ja, mehr würde ich dann eh nicht mehr machen mit dem Projekt. So. Ich habe das zum Jahresprojekt gekürzt, aber naja, es wird noch einer Zeit langweilig. Dieses Projekt. So. Und das Problem beim Rotlader ist, also bei der Schafe, da geht nicht für eine. Get Swifty!
sich das mal ob das Mähwerk kann ich auch verkaufen. Das kurz sehe ich. Na, wissen. Oder müssen wir. Ups. Keine Ahnung, was wir ja. Und weg damit. Da kannst du auch verkaufen. Auch da kein Mensch mehr. Wie gesagt, mit Brotlader verkaufen. Warte noch. Gerade bei den Kippern waren. Was der Gilbert? Was der Gilly? Was da verkaufen? So, mit den Mähdreschern fange ich gar nichts mehr an. Da haben wir eh nichts mehr zu verschäbeln. Da auch nichts mehr. Schaut's da aus. Okay, da haben wir auch nichts mehr zu verschäbeln. Okay. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen warten mit Traktoren zu verkaufen. Ja. Verkaufen die Traktoren auch, okay, wenn wir gerade beim Ende sind. Hallo. Was? Der Radlader ist unser 1940. Okidoki. Dann arbeiten wir mit dem Radlader. Ein bisschen da mal noch springen. Kauft man sich jetzt aber noch einen Reservetraktor. Ja. Okay.
Okay. Ja, Freunde, finale Folge. Meine Entscheidung ist gefallen. Tatsächlich, wir haben alle Fahrzeug verkauft. So. So, das sind unsere Erfolge. Und weiter geht's mit Rotlader. Upsala. So. Ich verkaufe Verwandlung jetzt da. Okay. So, meine lieben Freunde, die nächsten Folgen werden nur noch mit Radlader gespielt. Ja, und dann verkauft man das da, was im Silo ist, noch weiterhin. Und wenn der Milchmann endlich da war, also da im Landwirtschaftssimulator,
Werden wir den Rest auch noch verkaufen. Das heißt, Rinder verkaufen. Das machen wir alles in einer Folge. Wahrscheinlich. So. Irgendwas muss sowieso was Neues einfach lassen. Hoppala. So. Gut, wenn wir das jetzt erledigt haben. Ja. Ich auf jeden Fall den Rucksack abbrennen lassen. Und das war's dann. Der erste Boden ist schon fast klar, sehr gut. Okay. Wie gesagt, wenn das Projekt Landwirtschaftssimulator 2011 vorbei ist, muss ich mal was Neues einfallen lassen. Okay. Bei 40 Minuten sind wir schon. Sehr gut. So. Ich mache aber noch nichts da. Okay. Gehen wir mal wirklich in die Ego-Perspektive. Mit dem Rotloader mache ich in der nächsten Episode weiter. Ganz genau. Nächste und übernächste Episode wird mit dem Rotloader gearbeitet. Radlader gearbeitet. €4.014.471 haben wir schon. Ist normalisch. Ja, uns ist schon was, ordentlich was zusammengespart. So, den Traktor stelle ich da auf die Kuhweide. Ich finde es nur schade, dass wir nicht alle Pfandflaschen gefunden haben. Wirklich schade. So, ich bleib sowieso kurz auf dieser Kuhweide. Und wir können da immer noch nicht nach oben. Schade. Na gut. Da wird es ein bisschen machen wir noch.
Gut. Na, jetzt war er immer noch was dann. Na gut. Schon langsam wirklich zach ist. Ja, ich sag, ein paar Minuten machen wir noch, so circa 50 Minuten bis zum 50. 51. Minuten machen und dann ist Ticketacke. Ich auch immer Zähne. Bist du wahnsinnig?
Warte noch, bis der Milchbestand komplett auf Null steht. Dann verkaufe ich alle Kühe. Alle. So. Ja, 2, 3 Minuten. Ja, 2 Minuten machen wir noch. Okay. Also ich finde die Musik sehr beruhigend, muss ich gestehen. Ja, schon wieder gestehen. Ja, %56 Füllstand immer noch, meine Güte. So. Was tut jetzt aus? Nein, da ist gerade auch da, bis der Milch noch kommt, bist du wahnsinnig. Okay, Freunde, da würde ich sagen, das war's für heute mit diesem Let's Play. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann und ciao und bevor ich es vergesse, abonniert meinen Kanal.